Also Freunde, hier ist der Almanach. Der neue Almanach, 46. Folge 2022. Hallo meine Guten, meine liebe Community, ich bin's mal wieder, euer Gunnar, und zwar, wir sind wieder hier im Sound Service, im wunderschönen Schwarzwald, in meinem Ladengeschäft, und zwar, ich halte hier fantastisch den Almanach Schwarzwald Bar in der Hand, unfassbar, die neue Ausgabe, die Folge 46, Almanach 2022, so sieht das gute Stück aus, und wir sind da drin, genauer gesagt, wir, Filling and Schwenning, natürlich, großer Teil, es geht um Saba MPS, also Saba Schwarzwald Apparatebauanstalt, Röhrenradius und so weiter. Ihr wisst, große Sache Saba und natürlich das Schallplattenlabel von der Saba, dieses MPS Studio Musikproduktion Schwarzwald. Darum geht's und ich bin ja auch ein großer Saba Sammler. Da habe ich auch meinen kleinen Text dazu bekommen mit Foto, das zeige ich euch gleich. Das Studio ist drin, der Friedhelm Schulz, da gleich mal ein Quer. Verweis, schaut mal einfach rein in das YouTube-Video auf eine Tasse mit Friedhelm Schulz im MPS-Studio. Eine tolle Folge, da geht es um dieses Studio. Er ist da auch drin. Dann die historische Radiowerkstatt von der Volkshochschule ist drin. Die reparieren ja die ganzen Geräte. Ist auch drin und ich würde sagen, wir schauen da mal rein. Also Unboxing, der neue Almanach. Werkzeug. Gucken wir mal, dass wir das hier unbeschadet schön aufkriegen. So, dann machen wir mal die Folie weg hier. Und ein guter Freund von mir ist auch drin, der hat nämlich noch so eine Graffiti-Aktion auf dem alten Saba-Gelände und noch bei so einem Restaurant an den Außenfassaden organisiert gehabt. Da geht es auch drum, dass halt so quasi alte Eishockeyspieler mit dem Saba-Trikot gesprüht wurden oder Fußballspieler etc. Also es geht alles eigentlich so um die Saba. So sieht er aus. Hier natürlich unser Ort im Schwarzwald, Villingen-Schwenning. So, dann gibt es sicherlich auch ein Inhaltsverzeichnis. Wollen wir mal schauen. Hier, ab 120 geht's los. Ab der 120 geht's los hier, Seite 120. Hier, Saba. Blättern wir mal auf und dann gucken wir da mal kurz rein. Absoluter Tipp hier. So, meine Guten, hier ist es. Kann man es gut sehen, ich hoffe es. Und ihr seht das hier, die Graffitis. Wunderbar. Mit den Saba-Trikots. Richtig tolle Geschichte. Blättern wir mal rein hier. Auch da hier. Die Fußballspieler mit Saba. War ja damals ein Riesending. Die Saba-Auswahl. Waren ja einige da. Dann hier auch coole Graffitis. Hier ist der Fehlinger, der die gemacht hat. Und hier seht ihr den Abbau und Abriss quasi der Saba-Werken. Und hier werden die Buchstaben gerade runtergenommen. Gott sei Dank, diese Buchstaben sind an die Stadt überreicht worden. Die wird es jetzt auch nächstes Jahr in dem Zuge geben. 50 Jahre Villingen-Schwenning wird es im Museum eine Ausstellung geben. Da werden dann diese Buchstaben auch drinstehen. Also tolle Geschichte für alle Sabanesen. So, jetzt geht es hier weiter. Ein bisschen Saba-Historie, Röhrenradius. Ja, die haben natürlich auch Fernseher gemacht und so, Leute. Dann haben wir hier die Saba-Auswahl, wo ich erzählt habe, die Fußball-Auswahl. Hier sind wir im MPS-Studio, das legendäre Mischpult von MPS. Und hier ist der Friedhelm Schulz im MPS-Studio an den Tonbandmaschinen. Und hier sind wir an der VHS, also Volkshochschule, die historische Radiowerkstatt, die sich um die alten Röhrenradios noch kümmern. Auch wirklich toll. Und Leute, hier ist es. Da ist meine Wenigkeit.
mit meiner Saba-Vitrine und stolz halte ich natürlich so eine Saba-Standarte in der Hand. Und da habe ich auch einen tollen Text bekommen. Geht natürlich um private Sammler und unzählige alte Saba-Schätze, meine Guten. So, also, ich finde, das ein tolles Weihnachtsgeschenk ist und hat eine tolle, ich sag mal, Schwarzwald-Phono-Historie mit drin in dem Buch. Also Almanach Schwarzwald-Bahr. Der 2022. ist die 46. Folge. Wenn ihr Bock habt, unbedingt kaufen. Und ist doch auch ein nettes Weihnachtsgeschenk. Vielleicht als Weihnachtsgeschenk überlegt es euch. Vielleicht kennt ihr jemanden, dem ihr es schenken könnt. Ansonsten natürlich auch ein sehr guter Buchtipp. Oder wenn ihr mal so ein bisschen sehen wollt, was bei mir in der privaten Saba-Sammlung steht, dann holt euch unbedingt dieses Buch. Also, Empfehlung, ganz klarer Tipp. Bis dann, ciao, euer Gunnar. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald.